Hi und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Etwas Unglaubliches ist passiert. Dieser Spielstand hat einfach so geladen, ohne irgendwie versuchen, mich zu nerven. Einfach so geladen. Draufklicken, Ladebalken und das Spiel funktioniert. Ich bin ja wirklich erstaunt, da ich ja letztes Mal für jede Aufnahme knapp 10 bis 15 Minuten erstmal versuchen musste, einen Spielstand wieder laden zu können. Aber ich hoffe, das bleibt jetzt auch mal halbwegs so. Da war gerade irgendwas mit einem Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Ich will auch einen Schlüssel zu irgendwas. Klingt wertvoll. Ach du Scheiße. Ich überfliege das mal kurz, ob hier irgendwas Wichtiges drin ist. Okay, es geht irgendwie um benötigte Komponenten. Okay. Aber wurde ich jetzt auch schon von einem Kumpel drauf angesprochen, der die ganze Zeit meint, ich solle mal endlich mein Zeug verkaufen, weil ich das jedes Mal vergesse. Diesmal habe ich dran gedacht. Wo ist der verdammte Waffenschieber hier ist er. Weil ich einfach wirklich viel zu viel Zeug dabei, das ist nicht mehr normal. Also langsam könnte man das ganze Zeug mal wieder vertickern. Und wir können uns ja eventuell mal wieder eine neue Waffe zulegen sogar. Können wir wegstecken. Willkommen, Sir. Na, gucken wir doch mal, was wir loswerden können an Waffen. Die Maschinenpistole, die 10 mm normal natürlich. Das auch, den Prototypen brauchen wir nicht. Das Dynamit kann ebenfalls weg, der Flammenwerfer auch. Den Granatwerfer behalten wir auf jeden Fall. Die Kampfmesser wollte ich auch loswerden. Das Plasmagewehr können wir auch verkaufen, da wir jetzt ein besseres haben. Nämlich das hier. Die Schallgedämpfte behalten wir natürlich. Die ebenso. Kurz überlegen, wie viel wiegt denn die Maschinenpistole? Die werde ich mir halt nie wieder nachkaufen können, da die unendlich teuer ist, deswegen behalte ich sie auch mal. Die können wir auch nicht tragen, bleibt auch mal im Winter. Ameisennektar wollte ich auch loswerden. Hier habe ich, glaube ich, ziemlich viel Kleinscheiß, der einfach sich mit der Zeit richtig gestaut hat. Und jetzt ziemlich viel wiegt. Ja, die ganzen Nuka-Cola behalten wir mal. Man weiß ja nie. Ich finde ja auch die Bilder unten echt cool davon. Besonders von der Victory. Nein. Das behalten wir hingegen alles. Man weiß ja nie. Oh Gott, aber die kann ich alle loswerden. Die wiegen auch nochmal 4. So, langsam dürften wir mal wieder etwas mehr tragen können. Das Blut, das weiß ich halt nicht, ob wir es nochmal brauchen, aber ach, scheiß drauf, weg damit. Wenn wissen wir, wo wir es eventuell wieder zurückkaufen können. Das kann weg, das kann weg und das kann weg. Hui, da hat man schon das Klingeln der Kronkorken gehört. Ziemlich viel an der Zahl. Und wir können mal wieder irgendwas mitnehmen. Das ist schon mal schön zu sehen. Obwohl, eine Sache noch. Ne, das Granatgewehr haben wir eh nicht mehr. Ja, okay. Ein kleines Arsenal haben wir ja noch und das behalten wir auch. Man weiß ja nie. Aber erstmal zurück zum Bunker der Sterling Bruderschaft. Ins Hidden Valley. Und wir geben mal die Quest ab und sprechen mit dem Paladin, der ja den Ältesten hintergehen will. Und die Bruderschaft wieder hier an die Oberfläche bringen will. Der uns ja seine Unterstützung versprochen hat. Beziehungsweise sagte, dass so ein starker Verbündeter wie die Sterne Bruderschaft gar nicht mal so schlecht wäre. Das sehe ich eigentlich genauso. Lustig, wie die jetzt plötzlich einfach so die Tür offen gelassen haben, als wäre ich der Einzige, der hier je vorbeikommen würde. Hinterfragen wir nicht ihre Ziele, Ideale und Handlungsweisen. Akzeptieren wir sie einfach so, wie sie sind. So. Irgendwo hier lang, glaube ich. Ist die Frage, ob wir erst mit dem Ältesten sprechen wollen. Und ihn eventuell mal auf diese komischen Holobänder drauf ansprechen. Oder gleich mit dem anderen Typen. Das weiß ich gerade nicht so ganz. Ach, wir sind hier wieder falsch gelandet. Kurz auf die lokale Karte. Ja, das war nämlich genau die falsche Richtung immer. Hätten einfach geradeaus. Das habe ich schon das letzte Mal falsch gemacht. Oh. Diese Bunkeranlage. Wie kann ich Ihnen helfen?
mir den Weg sagen. Aber jetzt haben wir ihn gefunden. Theoretisch. Yay, wir haben das Badezimmer gefunden. Genau das habe ich gesucht. Was? Jetzt hat uns der Hund hier eingesperrt. Krass. Ja, Hände können wir uns leider nicht trocknen. Wir können auch nicht schon wieder falsch sein. Ach, das ist auch eine Toilette. Ach so, wir müssen hier durch. Ach. Hammit. Das ist eine ganz andere Ebene. Oh. Hätte man sich auch denken können. So, jetzt aber gleich mal nachschauen. Nämlich in diese Richtung. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch falsch gemacht. Ich würde sagen, ich spreche mal kurz ab und guck mal, ob wir ihn drauf ansprechen können. Sie sind zurück. Haben Sie die vermissten Patrouillen gefunden? Oder haben Sie etwas anderes auf dem Herzen? Tja. Nein, ich arbeite noch dran, okay? Wir können nicht auf diese Holobänder direkt drauf ansprechen. Also irgendwie überreden oder derartiges. Entschuldigung, dass er uns mal mit mehr Infos rausrückt oder derartiges. Dann suchen wir einfach gleich mal den anderen Typen, der irgendwo hier sein müsste. What the fuck? Ich habe gehört, dass ein Sonderkommando aus Rangers unterwegs nach Vegas ist. Schauen Sie, das ist Ach, was soll's, wir machen ohnehin kaum Fortschritte. Ich bin Ibsen und ich hoffe, Ihr Tag wird besser als der meine. Stimmt irgendwas nicht? Ja, ich bin dafür verantwortlich, dass das Datensystem läuft, aber der Zugriff gestaltet sich derzeit ein wenig kompliziert. Brauchen Sie denn Hilfe? Klar könnte ich Unterstützung brauchen, aber ich bezweifle stark, dass Sie über das Fachwissen verfügen, um uns mit diesem Virus zu helfen. Ah, doch. Ein Virus? Ja, so ein Vorkriegsmistkerl mit zu viel Zeit war offenbar der Meinung, er müsse seiner Umgebung Schaden zufügen. Er macht derzeit alle Terminals hier unbrauchbar. Zum Glück speichern wir in diesem Abschnitt nur historische Daten. Ja, kann ich denn irgendwie helfen? Das haben wir zwar schon mal gefragt, aber wir fragen nochmal. Es kann wohl nicht schaden, wenn sich das nochmal jemand ansieht. Vielleicht fällt Ihnen ja etwas Neues dazu ein. Auch wenn das ganze System infiziert ist, befindet sich der Virus selbst nur auf 3 Terminals. Leider bewegt er sich regelmäßig weiter. Wir haben ihn auf 1 Terminal oder 2 festgenagelt. Und schon sprang er auf andere Terminals über, bevor wir das dritte gefunden hatten. Können die Virusdateien so partitioniert werden, dass nur der Kernel-Admin Leserechte zuweist? Ist das nur so? Okay. Was? Nein, das ist genial! So könnten wir einen Teil des Virus in einem bestimmten Terminal abriegeln, auch wenn der Rest weiterspringt. Oh ja, dann probiere ich das natürlich mal. Dann viel Glück. Ich gebe den anderen mal eine Pause, damit sie ihnen nicht im Weg stehen. Oh, und ich sage ihnen, wann der Virus weiterspringt. Warten sie auf mein Signal, bevor sie anfangen, damit sie die bestmöglichen Chancen haben. Okay. Dann gucken wir doch mal, wo diese Terminals sind. Mal sehen, ob das eine spezielle Quest ist. Anscheinend nicht. Das ist blöd, jetzt weiß ich mich nicht, wo die Terminals sind. Hallo? Werden die mir nicht mal angezeigt? Das ist ja böse. Ja. Der Virus ist gerade übergesprungen. Finden Sie heraus, auf welchen Terminals er jetzt ist. Na, ist super. Ja, ganz habe ich noch nicht ganz gerafft, was ich jetzt tun muss. Man hat sie im Auge, also keine dummen Ideen. Ja, ich habe keine dummen Ideen. Ich will gerade eher ein bisschen überlegen, was ich tun soll. Hallo. Kannst du mir mal einen Tipp geben, was ich hier überhaupt machen kann? Soll, darf, muss? 10 Sekunden. 10 Sekunden für was? Ich kann irgendwie ein bisschen zu blöd zu, oder? Haha, kommt doch, fangt mich, wenn ihr könnt. Haben wir das jetzt? Oder habe ich jetzt... Ich dachte, dieses Mal würde es klappen. Hat das jetzt schon wieder nicht funktioniert? Och man, komm schon.
Hallo. Das ist jetzt wieder natürlich super, wenn uns nicht mal irgendwas angezeigt wird. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Aber ein Terminal hatten wir anscheinend schon irgendwie gefunden. Also wahrscheinlich raff ich jetzt gerade einfach nicht, was ich machen muss, aber... An den Bunker muss... Probieren wir es einfach mal weiterhin. Man sich erst mal gewöhnen, was? Oh, die mega spannende Jagd auf den Virus. Sag mir doch, wen ich tun soll. Noch einmal versuchen, den... Ach so, das war jetzt... Ja, super. Möchten Sie noch einmal versuchen? Ja, sag mir doch, was ich tun muss. Okay, ich behalte im Auge, wann er springt. Wenn ich das Signal gebe, überprüfen Sie die Terminal. Das ist doch jetzt mal wieder... Also, du willst jetzt ein Signal geben. Mach mir einfach genau das, was er sagt. Der Virus ist gerade übergesprungen. Finden Sie heraus, auf... Welches Terminal? Okay. Welchen Terminal er jetzt ist? Auch nicht. Oh, Rex, hier bin ich im Weg. Super, das ist jetzt nur so ein Suchspiel, oder? Na, das hat doch bestimmt irgendeinen total komplizierten Hintergrund und ich raff nicht mal den Ansatz. Ja, 10 Sekunden, ich weiß. Sekunden. Ja, sorry. Gib mir einen Tipp. Das ist viel zu untransparent für mich, dieses Rätsel. Boah, komm schon. Wie? Achso. Verdammt, er ist gesprungen. Hä? Ich dachte, dieses Mal würde es klappen. Leck mich doch. Wir machen jetzt lieber was viel Wichtigeres. Weil irgendwie habe ich gerade gar keine Ahnung. Und sprechen lieber mal mit dem... Verdammt, das war doch hier. Auch schön, dass das angezeigt wird, was jetzt genau was ist. Und wow, das ist wirklich perfekt quasi. Ah, wie kommen wir da überhaupt hin? Das ist auch wieder so ein isolierter Bereich, wie das hier. Ah, hierdurch wahrscheinlich. So, der Typ muss doch jetzt hier irgendwo... Niemand hat irgendwas gesehen. Das ist eine andere. Wow. Das ist eine andere. Okay, die behalten wir trotzdem mal. Die können wir eventuell verkaufen. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Wenn wir schon mal hier sind, räumen wir gleich den gesamten Bereich leer. Wenn schon, denn schon. Bist du das? Ja, du bist das. Ich habe Elders Patrouillen gefunden und sie hatten die Missionsdistanz mit McNamara's Befehlen. Das hatte ich mir schon gedacht. McNamara hat meinen Männern neue Befehle erteilt, ohne es mir zu sagen. Der hat vielleicht Nerven. Diese kleine Lektion hat sie wohl auch ihr Leben gekostet. Unsere regulären Patrouillenwege sind relativ sicher. Genau so etwas möchte ich vermeiden, indem ich McNamara seines Amtes enthebe. So, haben wir das jetzt geschafft? Seit dass ich gehe. Mal schauen, was jetzt passiert. Der scheint ja nicht so fröhlich darüber. Dem fallen jetzt sogar noch mehr Haare aus, als er ohnehin schon verloren hat. Hoffentlich war das die richtige Entscheidung, würde ich... Hallo, willst du nichts machen? Ach, vielleicht sprechen wir jetzt einfach mal mit McNamara. Und sprechen ihn mal darauf an. Und stellen ihn zur Rede. Ah, Sie sind zurück. Haben Sie die vermissten Patrouillen gefunden? Oder haben Sie etwas anderes auf dem Herzen? Hä? Ja, ist die hohle Benennung. Dann sind Sie wohl alle tot. Ich bin nicht sehr überrascht. Wir haben wenige Freunde in der Oberwelt und viele Feinde. Aber wir müssen uns nun um andere Dinge kümmern. Als ich diese Patrouillen entsandte, schickte ich auch 3 Ritter auf Erkundungsmission. Als die Patrouillen nicht zurückkamen, gingen wir vom Schlimmsten aus und befahlen den Kundschaftern, die Stellung zu halten und Funkstille zu wahren. Ich möchte, dass Sie Kontakt mit den Kundschaftern aufnehmen und Ihre Berichte sammeln. Wie die Patrouillen lassen auch Sie sich orten.
Wenn Sie sie finden, stellen Sie sich als mein Vertreter vor und fragen Sie, ob die Bären noch jagen. Dann sollten Sie mit ihnen sprechen. Kehren Sie zurück, wenn Sie alle Berichte gesammelt haben. Ah, okay, wir müssen jetzt quasi diese Quest einfach weiterhin für ihn erfüllen und das immer wieder dem anderen Paladin sagen. Und das wird sich dann wahrscheinlich mit der Zeit irgendwie so ein bisschen häufen und irgendwann kommt dann hier Viva la Revolution und der übernimmt den Bunker. So stelle ich mir das irgendwie vor. Aber natürlich ein kleiner Aufnahmecut an dieser Stelle. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Ciao.